Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Terraria mit mir und dem Basti. Dominik wird gleich wieder nachjoinen, weil er einfach viel zu lame ist, um anzukommen. Gibst du mir auch so eine Spinne? Warte, warte, warte. Guck's dir an, Marvin. Mit Wieso Spinnenkopf. also. Warte, warte, warte. Ich bin der Spinnenkönig. Ich bin voll der Spinnenkönig. Gibst du Und mir wer jetzt ist eine diese Spinne? Spinne? Wirklich? Basti, jetzt komm her. Okay, Kriegst du doch gleich wieder. Basti, du weißt, das Spinneck hast du nicht aus der Welt. doch. Von wo hast du das? Aber hier hast du in einer random Kiste gefunden. Achso. Egal, Immer noch. jetzt gib mal die andere Spinne her. Das ist jetzt das Pinguine. Ne, das ist sogar der richtige. Bitte schön. Was wollten wir jetzt noch Marvin, machen? übrigens. Es steht sogar auf der Seite, der kann randomly droppen. Was denn? Ach schon. Basti? Ja. Wir wollten die Twins töten. Machen wir das jetzt? Erst wenn Dominik ankommt, wenn ich mal. Ja, okay. Was gehen wir so lange? Was können wir noch machen? Wir könnten Plantera suchen. Da wäre es erst Habe ich schon logisch. gefunden. Es wäre aber erst logisch, hier erstmal die alle anderen Bosse zu machen. Ich habe Plantera schon gefunden, Marvin. Ja, aber ich sagte, bevor wir die machen, probieren wir erstmal die Twins. Da ist wieder einer angekommen. Ich bin zu uns. Ich habe noch keine Flügel, weil die mir zu lang brauchen, um herzustellen. Ich hole mir später andere Flügel wahrscheinlich. Dominik spielt Terraria. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Was hat denn der bitte? Verkauft ein Segel. Hallo. Hallo. Kein Magnet kannst du dir kaufen. Bring mir Magnet. Keine Ahnung. Wollen wir mal Hardcore eingehen? Wie viel kostet so eine Stange Diamant? 1,50 Gold. Was wolltest du machen, Marvin? Wir paar Diamantstangen gehen und Hardcore meinen. Nein. Das habe ich aber dann gelassen, als ich gesehen habe, die kosten 1,50 Gold. Ich gehe noch ein bisschen Titanium suchen. Sagt mir, wenn nach ist, dann machen wir die Zwillinge. Okay. Warte mal, ich nehme mal eine Kiste, okay? Eine kannst du. Ne, eine Kiste. Kisten sind noch nicht selten oder so. Du brauchst. Kisten haben wir genug. Nee, weil ich will eine neue Kiste machen und da soll das Hardcore-Zeug reinkommen. Was wir finden, also alles Mögliche. Scheißegal, was du willst. Alles Hardcore-Zeug. Alle Hardcore, wie zum Beispiel Seelensäunereien, Pixie-Schlauch. Leute, mit Reel nehme ich nicht mehr mit, oder braucht von euch noch jemand mit Reel? Nö. Haben wir eigentlich schon Kristalle? Ja. Viel? Nein. Nicht viele, wieso? Auch 30 Stück für den Ringburgstab. Dann fahren noch welche, denn ich brauche auch noch welche für meine Schüsse. Marvin, ich mag dein Hardcore-Mine nicht. Du willst ja alles in die Luft sprengen. Bist wie ich. Und ich weiß, erinnerst du dich, als ich alles Dynamit genommen habe und dann alles in, alles kaputt gesprengt habe? Marvin? Hallo? Nö. Es war im normalen Mod, also noch nicht im harten Modus. Was ist denn der Typ eigentlich bei mir oben hier eingezogen? Wer braucht bitte mit Tri. Da liegt so viel Zeugs rum, was ich nicht brauche. Sag mir, wenn Nacht ist, dann komme ich wieder zurück. Okay.
Marvin, sag mal, wenn du Pilze findest, nimm sie mit. Sag mal, wieso? Wieso? Da ist man gemacht. Und dafür brauchst du nur mal Pilze. Wieso können Spinnen eigentlich fliegen? Alter, was ist das für ein Viech, bitte? Was für ein Viech? Keine Ahnung. Ich kenne es ja nicht. Sollten wir uns nicht eigentlich mal eine Schneerüstung holen? Anders wollen wir Heiligen bauen. Wir können uns keine Schneerüstung holen, wenn die Schneegolems nicht spawnen. Ja, das kriegen wir ganz leicht. Wir müssen auf Blutmond warten und stechen eine blaue Kerze, dann geht hier die Party ab. Ja, aber wir brauchen erstmal einen Blutmond. Alter, wie das Gesicht jetzt sich ausbreitet. Holy fuck. Ich hab doch mein Herzkristall gefunden. Ich. Wem hast du? Donut. Noch ein Herzkristall. Ich wollte die Diamanten suchen und finde hier ein paar Lebenskristalle, die ich nicht mehr brauche, aber für die anderen eigentlich recht gut ist. Deswegen beschwere ich mich nicht. Marvin, ich grenze mal ein bisschen da, das eine ab. Was für das eine? Ich will die wie heißt die jetzt nochmal? Verseuchung? Nein. Verderbnis? Nein. Das Gesegnete will ich mal, das heilige Gebiet, das will ich mal ein bisschen abgrenzen, damit sich nicht so weit ausbreitet. Das hat sich echt schon ziemlich weit ausgebreitet langsam. Bei der Sand ist schon fast alles gemacht, danach kommt das Gras und dann ist es bei uns. Deswegen greife ich mich jetzt bis zur Hölle. Willst du echt so hobbylos sein? Bitte? Willst du echt so hobbylos sein? Ja. Lass mir. Der Hobbitier, der will das Spiel hier nicht spielen. Dein Ernst, Dominik? Dann würdest du das Spiel hier auch nicht spielen. Ja. Weil ich hobbylos am Boff, das weiß. Da ist schnell den Tauchhelm angezogen, damit ich nicht so lange. Schnell Wasser von mir weg. Alter. Mhm. 5 Minuten erstmal ist meine Abwehr halbiert, ist das ernst? Durch was? Durch einen Mob. 5 Minuten, Alter, das ist übertrieben lange. Ach, weißt du was, Marvin? Ich hab keine Hobbys. Ich scheiße aufs Gebiet abgrenzen. Ich sammle jetzt Kristalle. Dann für dich sammle ich keine mit. Ja. Weil ich erstmal selbst welche. Leute, ist doch hier überhaupt jemand oben, um zu sagen, wann Tag ist, wenn Nacht ist? Nein. Nö. Leute. Hey, keiner hat Bock, warum? Was können wir dafür? Hat eigentlich jemand ein Spinnennetz? Ein Kescher meine ich. Ne, brauchen wir noch. Ich hab nochmal Hermesstiefel gefunden, wenn du welche willst. Ja, gib die her. Hab ich einfach in der random Kiste gefunden. Ich lag einfach, weil ich ja bin ja gerade im heiligen Gebiet farmen. Nice. Dafür kriegst du die Herzcontainer, die ich gefunden hab. Yay. Es sind 2 Stück, 40 Leben für dich.
Nice, ich habe Hermes Boots gefunden. Du auch? Ja. Meiner plus Abwehr. Basti, deine? Basti, du weißt, dass die Sets eigentlich scheißegal sind, weil ich sie eh mit den Feuerschuhen zusammen mache. Ja. Alter, ich brauche jetzt im Lavaschwimmtrank. Haben wir noch nicht einmal gefunden, schon gewusst? Ja, habe ich leider auch keinen. Ich will gerade in meiner Nähe irgendjemand was abbauen. Dominik, du hockst bei mir in der Nähe. Ohne Scheiß, dann gehen wir, wie nah wir aneinander sind. Geh mal grünes Team. Beinahe lass von mir weg. Ich gehe ein bisschen Titanium-Erz farmen für meine Rüstung. Für deine? Was ist mit unserer Rüstung? Dominik hatte bestimmt Beschwörer-Rüstung und... Und ich hab noch gar keine gekriegt. Du hast auch eine schöne Beschwörer-Rüstung. Das bringt die. 7 Armor, sorry. 9 Armor, sorry. Wir sind gleich mit Titanium-Armor und die kriegen einfach gar nicht. Wir haben einfach, gerade mal eine Spinnenbeschwörer-Rüstung. Mehr haben wir nicht. Okay, Marvin, ich lass mich darauf ein, dass du eine Titanium-Rüstung kriegst. Ich krieg aber eine Adamit-Rüstung. Was ist ein Adamit, bitte? Gibt's hier kein Adamit? Nein, das ist Titanium ist die bessere Version von Adamit. Fuck. Darf ich mir dann eine, später, wenn wir schon, wenn ich eine Titanium-Rüstung habe, darf ich mir dann eine Adamit als Ausrüstung holen? Rüstung? Als Aussehen, sozusagen? Nein. Warum nicht? Weil hier nicht gecheatet wird. Mein Gott, ich mag's aber, diese Rüstung zu haben. Ich will das. Und Basti, um es dir einmal zu sagen, wenn du farmen gehst, kriegst du ja auch Zeugs. Ich muss ja halt meine Rüstung erfahren. Ey, wir farmen ja auch die ganze Zeit und finden aber nichts. Ja, Leute. Lebenskristall, ja! Basti, wenn ich was finde, was ich nicht mehr brauche, kriegst du es auf jeden Fall. Aber ich habe halt. Welche Rüstung hast du? Okay, wo bin ich hier überhaupt rausgekommen? Was will ich in der Hölle? Höllenfarmen. Was kann man in der Hölle jetzt noch farmen? Keine Ahnung. Kannst du rote Feder für mich farmen? Wieso für dich? Ich brauche auch eine. Hey, ich hab Feuerflügel. Und du hast gerade nicht gesagt, dass du welche willst. Ich suche in der Hölle noch ein bisschen nach Titanium. Ich hoffe... Dominik. Nein. Alter, ich meine Mithril. Kobalt. Alter, ich bin schon voll im Inventar, wie schnell geht denn das? Ziemlich schnell, glaub mir. Ich hoffe nur, dass ich die Fleischwolle spawn, wenn ich jetzt hier unten bin. Hey, das ist doch easy. Damit würden uns aber alle töten, wenn er zu lange braucht. Da hat er auch wieder recht. Weil du kannst ihn nur unten angreifen, nur oben zerquetscht du dich einfach. Nein, du wirst durch Blöcke gedrückt, du darfst dich bloß nicht treffen lassen. Du musst halt ausweichen. Ja, aber das töten können wir sie auch nicht. Nö. Schön. Die greift aber ich da aber auch nicht an. Alter, haben wir auch mal irgendwas anderes? Ich finde die null Titanium oder irgendwas. What the fuck? Ich hab grad bei jedem Gegner, wie mich die töte, gibt mir eine Seele ins Licht. Ist doch schön. Ich finde nie eine. Und ich dachte, du willst Kristallscherben farmen. Tu ich doch. Hey, du hast immer wieder. Du vergisst die ganze Zeit welche. Oder? Scheiße, nein! Oben bei mir sind noch welche. Wir können Titanium farmen. Leute, wir können mit der Titanium-Spitzhacke kannst du nicht das grüne Zeugs abbauen. Wie? Was brauchst du da? Doch, was kannst du? Wieso nicht? Weil nicht. Oh, ein Wiederbelebungsband. Welche? Ja! Was hast du gefunden? Höllenforscher-Trank.
das bockt sich. Dominik, Höhenforscher tragen, jetzt können wir sehen, wo die ganzen Ärzte rumhocken. Ich hab 4, ich hab 20 Kristalle. 4 Seelen. Ich glaube, ich hab dort ein Titanium entdeckt. Und ein Herzcontainer, Dominik. Nein, das ist selber. Drill. Ihr müsst ziemlich an der Hölle suchen. Umso weiter unten, umso größere Chance hast du drauf. Dominik, da unten ist ein Herzcontainer. Ja, dann hol die. Was für eine Spitzhacke braucht man denn bitte, um das Dschungelzeug abzubauen? Oh mein Jesus Christ. Ich hab einen Bogen bekommen. Basti, willst du einen Bogen haben? Wie stark ist denn der? 41 mit 11 extra Tempo. Nee, ich schmeiß Müll. Ist Müll. Wie hast du? 60. Ja, mit Drill. Klar, ich nehme mit Drill einfach nur mit, weil ich ein bisschen Geld, weil ich ein bisschen mir auch noch eine Drill-Rüstung machen will. Sonst krieg ich ja gar keine Rüstung, weil einfach eine Titanium-Rüstung braucht so lange. Ja, weil aus 5 Titanium-Erz brauchst du für einen Block. Ich nehme auch ein bisschen Kobalt mit, um dann Kobalt-Wände zu machen. Jetzt geht. Guck mal, was ich gefunden hab. Dominik, komm mal her. Bleib hier gleich, also warte kurz. Okay, jetzt habe ich es weggemacht. Das war irgendwie ein Stein, das im Schwert steckt. Ein Schwert, was im Stein steckt. Big Kalibur eigentlich. Hier ist eine Unterwasserkiste. Ah, 2 Höhenfahrtertränke extra. Ich habe eine Voodoo-Puppe gefunden. Und? Kann ich einsetzen. Das macht's nicht. Okay. Dominik, komm mal hier rüber. Hier ist viele Kristalle. Ich hab grad Gegner am Stecken. Komm mal gleich mal rüber, hier ist richtig viel. Komm dir gerade ein bisschen ab. Hast du schon genug? Brauchst du noch welche? Was? Ich brauche unendlich viele Dominik, das ist Munition für mich. Achso. Aber das ist Vorrang. Weil ich gerade noch Muni habe. Ich brauche 30 Stück insgesamt. Ich habe. Basti, willst du einen starken Gegner mit mir töten? Welchen? Die Nyxe. Oder wie es heißt. Das Mädchen, was ich. Lass mich den Gegner verwandelt. Meine Stimme haben sich schon angegriffen. Wo? Es ist Wasser gefallen, da im Wasser. Nimm die Königin im Spawn, die Königin. Was soll die jetzt gebracht haben? Was ist sie tot? Ja. Das ist ein normaler Gegner. Ich dachte, er hat ein bisschen mehr Leben. Nö. 300. Respekt. Dominik, jetzt komm mal hier rüber. Oh, ich hab einen Haken gefunden. Wozu brauche ich den jetzt noch? Wie viele fucking Truhen sind hier? Wie viele Lichtzellen? Ich brauch noch ein paar Lichtzellen. Für was? Für den Stab. Ach, Dominik, hier unten warst du schon. Oh. Hier unten, oder? Hier war Marvin schon. Ah, vielleicht. Ich wollte noch... Ja, hier ist Pilzbiom, wo wir schon waren. Ich hab... Ach, ich brauch noch 2 Stück. Noch 2 Scherben. Marvin, warum lässt du eigentlich Heiltränke in deiner Kiste liegen? Ich hab Hermits Stiefel gefunden. Marvin? Was? Wer kriegt jetzt die Teile? Keine Ahnung, weiß ich noch nicht.
Von was wurde ich getötet, bitte? Marvin, es ist Nacht. Ja, ich komm gleich. Dann spawn ich jetzt einfach. Warte, ich komm noch schnell, ich komm grad. Komm mal. Wo ist der Mond, Basti? Kannst du das sehen? Nö, ich kann den gar nicht sehen. Dann ist Neumond. Neumond? Jo. Warte, ich leg doch schnell mein Zeugs ab und dann geht's. Upp. Ich hab noch zwei Herzcontainer, weil sie will, kommt zu mir. Ich bin unten beim Verarbeiten des Tisch. So. Mehr Herzen. Was, du suchst die hier? Ja. Los, ja. Ja. Hab 300 Leben, hier. Dominik Garmstein Kürbis. 9 Pumpkins. Ich hab schon, wär's nochmal, ich hab schon 13, jetzt habe ich 45 bei mir. Und? Pack mal allen und pack mal alle Sachen hier rein, Dominik. Einfach also allen Sachen, die du jetzt, die Scherben und so, das Teil, pack hier rein. Weil jetzt ist Hardcore-Stuff drin. Welche Kiste? Sonstiges? Nein, die andere, die daneben steht. An der ich gerade bin. Ich bin auch an der, also nicht wundern, wenn du nicht rankommst. Das. Okay, kommst ran. Darf ich mir die Zähne des Lichts? Bräuchte Einhorn und Pixie das. Ach so, sowas hatte ich. Einhörner brauche ich. Ja, so eins hatte ich immer noch. Ich brauche 4 Einhörner. Ich hatte 8. Also ja, alle in Möbel geschmissen. Brauch die. Leute, wollen wir nicht den Boss jetzt machen? Warte Gott, ich brauche schnell meine Hermes-Boot. Mach ich dir gerade einen Schaden erlitten. Ein Schaden. Gib mir Respekt. Ich habe wieder 19 Armor, euer Respekt. Ja, yeah. Endlich. Hast du schon Bauchpanzer, Basti? Wie? Mitril-Bauchpanzer. Ja, wieso? Ich hab noch einen übrig. Gerne. Von was meinst du? Mit was? Von was bitte? Mitril, ganz normaler Mitril-Bauchpanzer. Nö, dann brauch ich mir selbst einen. Oder doch, gib mal her, gib mal her. Wo ist denn das? Da. Es wird gerade wieder Tag. Ja, fast Konsole. Da-da-da-da-da-dam. User joined your channel. Hi. Hallo. Hallo. Wir nehmen gerade die Reihe auf. Oh. Warum? Weil du zu spät bist. Weil du zu spät bist. Warum sollte ich zu spät sein? Ich spiele doch gar nicht Terraria. Du bist zu spät, weil sonst hätten wir Leute gemeint. Leute! Ich will doch so Leute, kommt da zum Kampf fertig. Ich beschwör mal die Zwillinge. Ich guck, ob das aus Tags funktioniert. Funktioniert's nicht. Sagst du? Funktioniert aber wirklich nicht. Basti, ich zock jetzt sowieso LOL. Alleine. Drei. Viel besser ist, wenn der Armer Thorsten. Gewinn öfter, wenn ich ohne euch spiele. Hab ich schon bemerkt. Vielleicht kriegst du schwächere Gegner. Nein. Doch, 100 Pro. Die sind bei Platin die Gegner, wo ich spiele. Hab ich schon öfters gesehen. Die, die gegen ich spiele, sind Diamond. YOLO. Da muss man dir Respekt geben. Platin. Ja. Mal, Dominik.
Dominik. Ja? Kobalt kommt immer noch in die Kobalt-Truhe. Egal. Ich hab noch extra eine Truhe dafür. Hey, wake up. Okay, Marvin ist ein Cheater. Leute, guckt euch diesen Cheater an. Ja. So. Eiskalt macht er nach. War es jetzt so blöd zu warten, weil niemand von euch oben bleiben wollte. Also Leute, ihr werdet jetzt hier, das war das einzige Mal, wo ich Zeit gesetzt habe, wird nie wieder passieren. Wir werden jetzt hier diese Zwillinge-Barreball rufen. Basti, kommst du? Warte, dann gib mir noch ein paar Sekunden, lass mich mal kurz mein Inventar räumen. Oh, ich hab Musik. Wieso? Hallo Auge. Oh mein Gott, bist du schwach. Wieso hast du jetzt das schwache Auge? Stirb. Oh falsch. Gott, bist du stark. Oh Gott. Oh mein Gott, bist du stark, Marvin. Wir haben Respekt. Ohne Scheiß. Ja, ich hab nur das gekriegt. Ich hab 8 Schaden erlitten, Marvin. 8. Gott damn, wie schwach ist das Ding. Sven. Der Sound einfach. Komm. Dodo as hell. Wie viel Damage machen die denn? Ein wenig. Ja, halbes Leben und nicht. Nö. Nee, nicht unbedingt. Ein bisschen mehr. Okay, wir schaffen die Twins dann nicht. Marvin, die Dinger haben 20.000 Leben, was willst du mit denen machen? Und mit Flügeln lässt das auch dort. Wieso fängt jetzt verdammt nochmal an zu regnen? Meinst du, Flügel hätten jetzt Ausschlag gegeben, dass wir es schaffen? Zumindest hätten sie mir ein bisschen bessere Fluchtschirm gegeben. Danke. Ich möchte ein paar bessere Waffen. Mai wird sterben. Aber ich liebe den Sound einfach. Kann ich respawnen? Ich respawn auch nicht, danke. Marvin? Ja, wieso dauert das so ewig, bis man respawnt, Alter? Und jetzt hab ich keine Lust mehr. Alter! Okay. Mach dir da einen Rage-Quit. Rage-Quit. Mach dir da eiskalten Rage-Quit. Okay, ich hab grad keine Ahnung, was ich jetzt noch farmen könnte, um stärker zu werden. Flügel. Ich will fliegen können, Marvin, also lass mich. Ich hab keinen Bock, noch die ganze Zeit auf dem Boden zu bleiben. Okay, dann gehen wir jetzt Flügelfeuer. Ein Stern! Mein Lebensziel hat sich erfüllt. Warte mal, gib mir mal ein paar Sekunden, da ich gerade ein paar Seelen gefunden hab. Nicht Seelen, sondern... Es gibt ja noch ein paar Sterne. Oh, ja. 5 Sterne, Mana-Kristall, mehr Mana. Okay, wir können los. Andere Seite. Wieso? Weil die Flugende bin ich auf der anderen Seite. Was bringt's mir, wenn ich jetzt Luftzellen farme? Wir haben schon 20 Stück und die anderen zu fahren mit... Also die Luftzähne ist jetzt nicht das Problem, wir brauchen das andere Zeug für die Flügel eher. Okay, auf in die Hölle, Marvin, okay? Marvin, go to the hell. Now. Ey, das ist so behindert, wenn die Fische einfach gehen können. User joined your channel. Hallo. 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 Wir nehmen gerade Marvin, wie ich vorausgesagt habe,
Wir werden nicht verseucht. Wir werden nicht verseucht, da die Verseuchung nicht zu uns hinkommt. Marcel, ich hab dir eine Box gewonnen für dich. Yay. Aber leider nur eine Box. Und? Eine Box kostet Geld. Achso, ich habe immer einen Skin freigeschaltet, hat man immer. Ja, ich habe auch einen Skin, einen Sniper-Skin. Thorsten? Marvin, kommst du denn endlich? Was? Das Fliegende sehen auf Farm. Wieso willst du jetzt Fliegende? Wir haben nur 20. Fliegende sehen farm ich erst später, die bringt's jetzt nicht. Farm dir erst das andere Zeug, dann helfe ich dir, die Fliegenden Seelen zu farmen. Die da müssen wir... Weil wir haben genug für ein paar Flüge. Wenn wir ein paar Flüge haben, können wir dann noch ein paar sehen. Weil die Seelen zu farmen, das ist für mich null Problemo. Wisst ihr, wo Thorsten ist? Der ist gerade weg, Mia. Der hat sich von den vor wenigen Sekunden verpisst. Gemein. Wieder auf meine Fresse spawnen. Solo. Ich will immer noch ein Todeskraut. Ich nehme Sterne. Gerne aber. Sterne. Mana. Noch ein Stern. Lol, wieso habe ich keine Fackel mehr dabei? Wer braucht Fackel? Ich benutze die seit einer richtig langen Zeit nicht mehr. Und dann mag ich gerne einfach in die Hölle. Kommst du mit? Ich gehe noch ein bisschen Diamanten suchen für eine bessere Rüstung. Weiß ich auch nicht, hab ich verloren. Außerdem heißt es Titanium, Marvin. Alter, ist der Dschungel nachts gefährlich. Das gefährlich? Nachts. Der ist nachts voll gefährlich. Wieso? Der ist doch nicht nachts. Guckt ja nie, wie viele Viecher hier unten sind. Der ist doch nicht nachts gefährlicher als tagsüber. Jetzt warte ich gerade nur darauf, dass endlich mal so ein Fisch spawnt. Ich habe auch noch keinen so einen Typ gesehen. Wer sind du? Ich bin ein bisschen Titanium-Farm. Kann der mal spawnen? Und was ist das da unten? Wer ist gerade disconnected? Weiß ich. Bacon? Ja. Dominik. Achso, er hat geragequittet. Der Ragequitter hat geliefert. Alter, was müssen wir farmen, damit wir endlich eine Chance gegen die Twins haben? Wir haben ja nicht mal ansatzweise Damage gezogen. Ich hab den Schaden gemacht, 50 Pet. Marvin, ich find's schön, dass ich hier mit Sternen bombardiert werde. Kriege ich schön viel Mana. Übrigens bin ich schon am Ende der Welt. Wolltest du nicht in die Hölle? Nö, ich fahre jetzt erstmal 20 Szenen zusammen. Wenn mal so ein dummer Wurm spawnen würde. Ach, kack drauf. Hey, wie viele? Aber hier oben lässt sich gut Geld farmen, Marvin. Das glaube ich dir. Ich find's eher richtig scheiße, dass einfach der Lindwurm spawnt. Ja, der hat eine richtig seltene Drop-Chance. Aber meistens, wenn einer spawnt, dann spawnt gleich noch ein zweiter. Drop-Chance. Oh Gott, oh darn. Hab ich überhaupt herausgefunden,
Heißen die echt Dinger Darling? Hm? Was für Dinger? Darling heißen die Gegner hier. Wo? Nee, die heißen Döbling. Wo? Megan? Megan? Ja. Warte mal, was heißt Down? Verdammt. Ja. Verdammt, woher weißt du das? Weiß ich nicht. Ich weiß es irgendwoher, ich weiß auch nicht woher. Mann, das ist so gefährlich, einfach runterzulaufen. Wieso? Ich weiß nicht. Hier sind nicht nur Viecher, die mich fast one-shotten können. Bei was? Im Dschungel, ich bin im Dschungel. Ja, da musst du echt aufpassen. Alter, wie noch zweimal schießt, obwohl sie die ganze Zeit angeschossen wurde. Auf. Ach, Marvin, weißt du, was es macht? Was? Ich suche mal den Eingang vom Tempel. Kannst du mal gucken, wie man den Typen spawnen lassen kann? Mach also, ich dann später. Der mit Steampunk. Ach, das kann ich auch jetzt eingucken. Ich muss mich nur einbauen. Weil dann können wir, weil der Golem, den sollten wir vielleicht eher kriegen, wenn wir uns einbauen. Also Steam Punk da. Zerstörer getötet wurde. Ne, nachdem ein Hardcore-Boss getötet wurde, spawnt er. Also die Zwillinge müssen wir töten. Oder den mechanischen Wurm. Ja. Was ich denke echt irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, der mechanische Wurm ist leichter. Weil er einfach nicht so stark nicht so oft treffen kann. Lassen Sie mir mal den mechanischen Wurm dann versuchen. Wer wir ein bisschen stärker sind. Anstatt die Twins nochmal. Peter! Bug-User! Wer? Der Gegner hier. Wieso, was macht der? Ich kann ihn nicht angreifen, der backt in der Wand. Oh, scheiß grünes Zeug, das kann ich abbauen.
Ich glaube, die Typen, wo wir brauchen für diese Felder, die spawnen noch gar nicht in der Hölle. Die spawnen immer, die haben einfach nur eine seltene Spawn-Chance. Spawn ich doch. Alter, damit! Wieso bin ich gerade im Dschungel gespawnt, bitte? Ach so, weil ich das Wetter aufgestellt hab. Das ist doch ein anderes Wetter, das verstehe ich gerade nicht. Komm runter, dann kannst du mir helfen. Den Eingang übrigens gefunden. Was hast du gefunden? Ich hab den Eingang gefunden, aber er ist wieder unter Wasser gesetzt, wie immer. Vergessen der Eingang, es war doch auch letztes Mal unter Wasser einfach gesetzt. Oh, ist meine Kiste. Ich hab einen Ofen gefunden. Ah, ich darf. Bin hier hinten, Marvin. Und anscheinend komme ich hier auch irgendwie rein. Oder nicht? Brauchst du einen Teleprompter? Was war in der Kiste drin? War da ein Schlüssel drin? Das ist auch manchmal buggy. Ja. Ein Cell-Power war da drin. Ja, das ist nur ein Spawner. Was manchmal buggy ist, es kann sein, dass in dieser Kiste ein Dungeon-Schlüssel drin ist. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das hatten wir beim ersten Mal sogar. Ha. Marvin. Was ist? Komm mal her wieder. Ich wollte zurückgehen. Das können wir nicht abbauen. Ich kann es nicht mehr mit der Titanium-Spitzhacke abbauen. Gemein. Dann überbauen. Ich frage mich, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür eine Spitzhacke von den Bossen. Achtung, das ist ein Schildkröte. Ah, die geht doch noch. Bitte nicht. Turtle Shell! Was? Ich hab einen Turtle Shell gekriegt, nice. Ja, das bauen wir später eh deine Rüstung. Die sind aber arsch selten. Nein, 15% drauf. Basti, lass zurückgehen. Nein, 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 ich will in die Hölle. Ich war schon in der Hölle, da war kein Mob. Ja, brauchen noch eine Weile, außerdem macht die Kerze eine Weile, aber dann spawnen die auch noch schneller. Okay, dann komm mal mit. Titanium habe ich genug gefarmt für meine Rüstung. Leben, nice. Ah, ne, erstmal gespielt. Hey, du hast noch Leben. Fünf Volle. Leben. Nein, fünf Leben habe ich gekriegt dadurch. Hey, Marvin, ich bin auch. Da hast du noch ein bisschen Titanium, nicht, vergiss es nicht mitzunehmen. Oder brauchst du keine Titanium-Zeugs? Doch. Ach, ich hab den Lifeboot auch gesammelt. Lol. Kann ich gern benutzen. Die hast du fallen gelassen. Danke. Krieg die bitte wieder. Marvin. Marvin. Das kriegst komm. Du. Das im Herz-Container gekriegt. Ja, wenn du jetzt alle auffrisst, dann kriegen wir einfach gar keine mehr. Doch, die haben, die spawnen immer und immer wieder. Nein, tun sie nicht. Doch. Oh Gott, werde ich mich jetzt nicht hier festgehalten, mich tot. Lass am besten unter die Korruption gehen, dann können wir noch dunklere Seelen fahren. Okay.
Puppe. Ich bin wieder drin, Tipp, ja, doll. Sie wenden sich eigentlich schon unter Korruption. Wir sind schon zu weit. Nee, die Korruption langt nicht bis in die Hölle diesmal. Dann lass lieber auf die andere Seite gehen, dann haben wir eine gerade Fläche. Und dann setzt deine Kerze. Alter, ernst? Was denn? Ich hab gedacht, da, man kann da noch fahren wie das letzte Mal. Das haben wir auch letztes Mal noch so schön gemacht. Nein, Marvin, verreck! LOL. Ich bin in die Lava gefallen, weil mein Haken getroffen hat. Weil ich dachte, da wäre noch eine Wand. Nein, da war keine Wand mehr. Ich bin nicht derjenige, der sich gerade ein bisschen verarscht bin da. Ah, 300 Schaden, sorry. Aber das war's diesmal mit der Folge. Ernst? Ja, wir haben ja fast 75 Minuten, diesmal ein bisschen kürzer, aber egal. Das war's mit der Folge der Reihe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.